Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Kochen. Mein Name ist Christian Nielsen. Heute das Thema heller Kalbsfond. Ein heller Kalbsfond ist einfach. Wir brauchen Kalbsknochen, ein Bokigani, Kräuter, Gewürze und Wasser. Als erstes müssen wir die Knochen kalt waschen, sodass Blut und Unreinheiten entfernt werden. Alternativ kann man die Knochen auch in der Spüle unter laufendem kaltem Wasser spülen. Das Brackwasser kommt weg und es wird mit neuem kaltem Wasser aufgesetzt. Blut und Unreinheiten lösen sich leicht im kalten Wasser und gerinnen beim Aufkochen. Während das Wasser aufkocht, bereiten wir die Aromaten. Zuerst stelle ich das Bokigani her. Es besteht aus Sellerie, Lauch und Karotte. Der Sellerie wird geschält und ein großes Stück rausgeschnitten. Der Lauch wird gewaschen und längs halbiert. Die Karotte wird geschält und unschöne Stellen weggeschnitten. Der Kalbsfond soll nach Fleisch schmecken und nicht nach Gemüse, also sollte man die Menge des Gemüses mit Bedacht wählen. Das Bokigani wird fest zusammengebunden und dann ist es fertig. Nebendran sieht man, wie die Brühe langsam aufkocht. Der milchige Sud entsteht dadurch, dass Fette, Blut und Unreinheiten sich im kalten Blanchierwasser gelöst haben. Diese gerinnen dann beim Aufkochen und werden mit dem Blanchierwasser weggegeben. Ich bereite jetzt das Kräuterbündel vor. Dafür binde ich Petersilie und Thymian mit Garn zusammen. Überflüssiger Garn wird abgeschnitten. Nochmal ein bisschen aufräumen und die nächste Aufgabe. Wir bereiten den Gewürzsack vor. Bei einem hellen Kalbsfond besteht er aus Pfeffer, Nelken und Lorbeer. Der Pfeffer und die Nelken werden leicht angestoßen, so können sich die Aromen leichter entfalten. Ich verwende immer frischen Lorbeer. Ich meine, er hat einen besseren Geschmack. Im Topf sieht man, dass das Blanchierwasser aufkocht und das Eiweiß darin gerinnt. Ich gebe noch schnell die Gewürze in einen Teebeutel und verschließe ihn. Und dann gießen wir das Blanchierwasser ab. Die Knochen werden abgegossen und warm abgewaschen. Dann setze ich die Knochen kalt auf und lasse sie langsam aufkochen. Je langsamer man den Fond aufkochen lässt, desto mehr Geschmack kann man lösen. Des Weiteren gibt man Salz dazu. Salz zerstört die Zellen und lässt die Zutaten besser auslaugen. Den Ansatz nochmal vermengen, damit überall Salz rankommt. Der Fond kocht langsam auf und wir degrassieren ihn. Degrassieren heißt, dass man Fette und Trübstoffe an der Oberfläche abschöpft.
Desto besser man den Fond pflegt, desto klarer wird er. Der Kalbsfond siedet jetzt für eine Stunde. Er sollte nicht kochen. Immer zwischendurch den Fond pflegen. Jetzt geben wir die Aromaten dazu. Ich habe nochmal die Temperatur hochgestellt, um den Temperaturunterschied auszugleichen. Der Fond kocht jetzt eine weitere Stunde. Zum Passieren habe ich mir ein Sieb, einen Topf und ein Passiertuch bereitgestellt. Der Fond wird einfach passiert. Alternativ zu einem Passiertuch kann man auch ein sauberes Küchentuch benutzen. Da die Zutaten vorher blanchiert wurden, gibt es wenige Trübstoffe, die das Sieb blockieren könnten. Zum Schluss wird der Fond noch probiert und verräumt. Damit ich später weiß, was es für ein Fond ist, beschrifte ich es. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert mich doch einfach.